Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing, mal nicht am Unboxing-Tisch, denn ich habe einen Drucker hier, den habe ich netterweise bekommen, um euch mal den zu zeigen und ein paar Videos drüber zu machen. Und dann haben sie mich gefragt, was ich da für mich interessant wäre, und hat gesagt, für mich wäre halt interessant ein Multifunktionsgerät, also dass ich faxen kann, dass ich Papiere kopieren kann, dass ich drucken kann und dass ich scannen kann, wenn mal was ist. Dann brauche ich die auch nicht mehr zu meinem Copyshop andauernd fahren, kann ich jetzt alle zu Hause machen. Aber dass so ein großer Klopper kommt, habe ich jetzt nicht berechnet gehabt. Ich richte euch mal ein Stück weiter nach unten. So. Oh Gott. So, und zwar ist es einer von Brother, der MFC J5730DW Business Smart. So, wo haben wir denn hier? A3 ist es. 3 Jahre Garantie. WLAN. Network. Wieder. A4 Duplex. A4 A3. Oh, was steht denn da unten noch? 9,3 cm Touchscreen und 256 MB Speicher hat er. Und hier unten haben wir dann noch die Farbpatronenzeichen, und da steht ein XL. Meine Werkstatt, wo ich heute mein Auto abgeholt habe, die haben auch einen von Brother. Und sind halt Megapatronen irgendwie drin, dass die länger halten. Also deswegen XL. Mobiles Drucken, also dass man Smartphone wohl anschließen kann. 50 Platt Duplex sind wohl, dass man Sinn machen kann, oder mit dabei, weiß ich nicht. 22/20 Seiten die Minute. 500 Blatt Kassette, achso, ja, Duplex, also keine Ahnung, und 500 Blatt in die Kassette. 100 Blatt MF Zubehör, achso, die sind im Zubehör mit drin. Erste Seite in. Okay. So, vom Optischen gefällt er mir schon mal recht gut. Schatzi, könntest du ein bisschen ranzoomen vielleicht? Das wäre ganz knauker. Ich hole euch den mal hier ran. Schatzi kann die Kamera bedienen und euch den mal etwas ranzoomen, damit ihr den mal vielleicht besser seht. Weil wir packen den ja sowieso gleich aus, aber dann seht ihr mal die Packung. Klappt das, Hasi? Ja, das ist super. Ja, und der hat dann halt hier dieses Touchscreen. Hier sind Tasten von 1 bis 9, Raute und Stern und 0 natürlich, weil man kann damit ja auch faxen. Ja, hier 2 Kassetten hat er drin. Ja, und den packen wir jetzt aus, würde ich sagen. Das kannst du wieder zurücksuchen. Ja, und ein Display umdrehen, dass ich was sehe. Danke, mein Schatz. Ja, Mikro habe ich jetzt extra abgelassen. Mikro habe ich jetzt von der Cam, also kann sein, dass es ein bisschen doof ist gerade mit dem Mikro. Aber wenn ich jetzt hier noch den Mikrokabel habe, habe ich Angst, dass ich den mit Messer durchschneide oder hängen bleibe und Kamera umreiße oder irgendwas dergleichen. Deswegen mache ich halt ohne Mikro. Ich werde aber in der Nachbearbeitung das Audio etwas hochsetzen. Und dann müsste das eigentlich auch gut zu verstehen sein, hoffe ich doch. Ihr werdet auch oben wieder Werbung sehen, also den Werbebanner sehen, logisch, weil mir der zur Verfügung gestellt wurde. Ah, hier haben wir auch noch mal eine Erklärung drauf. Achso, das ist nur eine Erklärung, wie der verpackt ist. Ist ja Knorke. Anleitung zur Verpackung für Transport. Aha, coole Sache. Druckerpatronen soll man rausnehmen, okay. Das und das zusammenfalten. So, dann nehmen wir erstmal das hier raus. Werden wir gleich auspacken. Dann haben wir hier den Stromkabel logischerweise mit drin. Dann ist hier nochmal
Das ist aber Service, das ist cool. Mhm. Okay, jetzt weiß ich, wie man den auspackt. Ich hätte jetzt den von oben rausgehoben oder so, aber hier auf dem steht, man soll den Karton dann aufmachen, dann zur Seite kippen und an der Tüte einfach ziehen. Okay, das werden wir jetzt auch machen. Oh Gott, ist der schwer. Also das geht recht gut mit der Tüte. Der ist schick. So, wie gesagt, wir haben einmal ein Stromkabel mit bei. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen auspacken. Was haben wir hier? Eine Installationsanleitung. Mhm. Boah, das sieht aber auch. Gut erklärt. Also Fragen werden da glaube ich keine offen jetzt, wenn ich so auf den ersten Blick jedenfalls. Installationsanleitung, Anleitung gut. Sehr gut sogar. Okay, die werden wir mal beiseite packen. Machen wir, was haben wir hier? Dann haben wir hier einmal eine. Ah, hier ist auch nochmal. Ist ja geil. Hier haben wir auch nochmal auf dieser Patrone, ich habe gerade die erste Patrone ausgepackt, haben wir auch nochmal so einen Hinweis draufkleben. Nicht den Nippel umbiegen, nach links oder rechts. Der muss nach oben irgendwie gemacht werden. Nach oben geklippt werden, dann kann man das abziehen. Dann haben wir hier nochmal eine Patrone, steht da auch da, welche Farbe, welche was ist. Also das scheint schwarz zu sein. Von außen sieht man dann das Außen an der Packung dran. Ach ja. Wir haben auf Arbeit auch die... Ach ja, Go Brother. Mhm. Schatti sagt, auf Arbeit haben die Go Brother. Das sieht man von außen, aber hier ist schon mal ein schwarzes Etikett. Mhm. Also schwarz. Dann haben wir hier ein... Nee, das Quatsch. Quatsch, der hat auch ein schwarzes. Nee, das ist gelb, weil der einen gelben Streifen hat. Das ist schwarz mit einem blauen Streifen, das ist blau. Das ist schwarz mit einem roten Streifen, ist rot. Und dann haben wir hier schwarz mit einem schwarzen Streifen, schwarz. Nein, Quatsch. Hier haben wir schwarz mit einem, ja, ich würde jetzt sagen, sieht ein bisschen durchsichtig aus, nichtsfarbenen Streifen, also grau. Ja. Und hier, was ist hier? Bitte nur die Schwarzpatrone 15 mal schneller schütteln. Man soll die schütteln. Doch, steht ja da, gucke. Ach, bevor du die einsetzt. Ja. Damit sich die Farbe nicht verteilt. Genau, die soll man 15 mal schneller schütteln als die anderen. 15 mal schnell schütteln. Achso, 15 mal nur. Mal schneller habe ich gelesen. Nee, schnell. Schnell, nee. Ich habe wieder IR dazu gefunden, erfunden. So, dann haben wir einmal einen
Telefonkabelanschluss, also dass wir hier in der Telefonbüchse drin machen können und da dann halt normal wie beim Telefon. Ich werde den natürlich über WLAN anklatschen. So. Dann haben wir hier noch eine Tüte mit bei. Also ich muss echt sagen, vom ersten Eindruck bin ich hier echt sehr, sehr positiv angetan, weil alleine die Anleitung sehr übersichtlich ist. Ja. Und auch mit diesen einzelnen Zetteln alles extra doppelt markiert ist, wo man halt aufpassen muss und so. Das finde ich ehrlich gesagt echt saugeil. Die sind auch alle nicht nur normal verpackt in einer Plastiktüte, die sind richtig eingeschweißt. Also seht ihr das, dass das vielleicht so ein bisschen enger ist? Die sind alle eingeschweißt. Also das finde ich saugeil, muss ich echt mal zugeben. Wenn man so anders, ich hatte schon mal beim Kumpel geholfen, einen Drucker einzurichten, ja, dann kriegst du einen Drucker. Dann kriegst du eine Anleitung auf Englisch. Nicht mal alle Kabel mit bei und dann Stromkabel und dann musst du leck Arsch und Software musst du aus dem Netz ziehen, die ist hier mit bei. Für Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server, Windows 2000, also Windows, also für die Windows-Programme und jetzt kommen die Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2. Network. So, dann haben wir Macintosh, OS X, da haben wir die V10.9.5, die 10.10.x und 10.11 und das andere kann ich nicht lesen, weil es noch in der Hülle ist. Also dürften wir da eigentlich auch nichts offen haben. Also haben wir hier nochmal extra so eine Pappkarte. Wartungsblatt, bitte verwenden Sie dieses Blatt. Verwerfen Sie dieses Blatt nicht weg. Bitte werfen Sie dieses Blatt nicht weg, Mensch. Dieses Blatt. Ich habe meine Lesebrille nicht offen, das ist schon groß geschrieben. Dazu verwendet, wiederholt, Papierstau. Okay. Ach so. Ach so, da ist so ein Pfeil dran, ne? Damit wird Papierstau beseitigt irgendwie. Kommt der drin? Lies mal. Das ist aus Pappe, das schiebst du einfach rein und scannt, dann zieht er sich da drin oder so. Also, dann haben wir hier noch Produkt-Service-Hinweise. Ich habe noch ja keinen Platz, weil der größer ist jetzt als ich gedacht habe. Habe ich noch ja keinen Platz, wo ich den hinstelle. Ich denke mal, ich werde den unter meinen PC-Tisch stellen. Oder ich stelle ihn im Flur auf den Schuhschrank. Nein, darf ich nicht? Nein, ich stelle nicht einen PC, ich stelle nicht im Flur auf den Schuhschrank, Frau sagt nein. Nicht PC sagt nein, nein, Frau sagt nein. Und dann haben wir hier eine Kurzanleitung. Oh, hier ist so ja das Display abgebildet und alle wirklich extrem gut beschrieben. Mit einer Windows-Taste so ja. Nicht nur Start drücken oder was weiß ich, man hat so ja so, das zeige ich euch mal. Man hat so ja so eine, upala, so eine Windows-Taste ist da abgebildet, dass man wirklich, also auch für den Laien, der keine Ahnung hat, wo ist ein Windows-Start? Ja, dass man sagen kann, ey, den Ball, den habe ich hoch. Drucken, das ist die nächste Kategorie, scannen, also ist wirklich für jeden Bereich eine extra Kategorie in dieser Kurzanleitung. Ach, hier kann man dann noch die Buchstaben einstellen, also finde ich, guck mal, finde ich sehr übersichtlich. Sehr, sehr übersichtlich. So. Also das haben wir alles mit bei. Kabel. Drei Farbpatronen. Eine schwarze Patrone. Ein Telefonkabel. Einmal Software. Produktservice. Was ich gut finde, dieses ganze Heft ist wirklich komplett auf Deutsch. Also da ist keine andere Sprache dabei. Hm? Also das ist wirklich halt vergessen nur auf Deutsch zu diesem Drucker. Genau. Das habe ich vergessen zu erwähnen, das ist nicht Englisch oder irgendein Scheiß, nein, komplett Deutsch. So man braucht auch nicht fünf Sprachen hier erstmal weiterblättern. Nein, ist rein alles nur in Deutsch. Keine andere Sprache mit bei.
Gut, dass du sagst schon, sie hätte ich beinahe vergessen. So, dann haben wir noch eine Installationsanleitung, also wie wir den praktisch beim ersten Mal in Betrieb nehmen, haben wir mit bei. Und den Zettel braucht man nochmal. Hast du durchgelesen? Und ist so, wa? Dann hat man hier so ein Blatt, das ist mit bei. Achso, weit rum. So, das, da steht das in mehreren Sprachen drauf und hier unten ist so ein Pfeil. Und wenn ihr einen Papierstau habt, dann müsst ihr das so reinpacken, so wie hier drauf steht. Und dann schiebt das irgendwie das Papier raus oder weil es dicker ist oder hartnäckiger ist oder so. Keine Ahnung, jedenfalls ist denn der Papierstau wohl beseitigt. Keine Ahnung. Werden wir hier sehen, ob wir überhaupt mal Papierstau haben. Und wenn wir ihn haben, werden wir damit testen. Es wird Papierstau kommen. Ja, ist bei jedem Drucker, dass man Papierstau hat. So. Jetzt müssen wir aber hier erstmal noch gucken, dass ich den hier irgendwie noch von der Tüte befreie. Oh. Und dass wir uns jetzt noch den Drucker mal etwas genauer angucken können. Ne, da geht er auf. Ach, hier unten ist eine Frage. Ah. So. Schatzi, kannst du ein bisschen zoomen? Du kannst die Kamera auch ein bisschen nach vorne schieben, wenn es denn besser ist. Dann kannst du dich vielleicht hinter die Kamera setzen und so. So. Und das ist jetzt der ganze Drucker.